Na, komm hoch. Sei brav. Komm hoch, du. Dritten Eier. Zack. Puh, verdammt, da standen noch zwei, die habe ich gar nicht gedacht. Du hast es mitgebracht, das ist auch nicht der. Nein. So. Lass ich das entwaffnen mal? Wieso sind die hier sympathisch? Die Spaßen da finde ich nicht so gut. Die Weißen finde ich cool. Die Weißen sind noch einfacher zu handhaben als hier die Penner. Die sehen aber besser aus. Die Weißen. Nein! So eine Scheiße. Ich wollte den gerade entwaffnen. 13. Vielleicht solltest du versuchen, deine Frauenreize spielen zu lassen. Glaub mir, die Reize sind nicht wirklich sehenswert. Du hast ihn umgebracht. Treppe runtergefallen. Die liegen noch da, die sind nur K.O. Ja, ja, das sehe ich, der eine, da wieder die Treppe runtergefallen ist. Wie er liegt. So, nochmal entwaffnen. Und weg mit dem Scheißteil. Na, komm hoch. Ne. Denk bloß nicht, dass ich zu dir runterkomme. Na komm. Ich weiß, Leute, die Taktik ist ziemlich noobig, aber ich habe keinen Bock, hier jetzt einen Fail-Counter von 1000 zu haben in der Aufnahmesession hier. Du wolltest doch einen Fail-Counter haben. Mann. Ich hab mir extra eine Flasche Trinken vorher geholt, damit ich den auch schön durchzählen kann. Na, komm hier, komm hoch. Schon durchkriege. So, einer ist schon mal da an der Treppe. Jetzt muss er nur noch die Stufen hoch. Aha. Na, komm. Uff. Komm, beruhig dich, beruhig dich. Beruhig dich, werd wieder farblich, so. So. Wundersame Weise sind die Kugeln einfach aus einem Körper verschwunden und irgendwie wird's wieder gut. Ich weiß, es ist nicht sehr realistisch, aber das Spiel ist trotzdem sehr cool gemacht. So. Man sandte sie. Der ist aber tot. Also ich glaube aus der Höhe, wenn da einer runterfällt, der lebt echt nicht mehr. Das ist egal, das war ein Schwarzer. Also jetzt kein so Schwarzer, von schwarz angezogen. Einer mit einem LMG. Oh, die hasse ich ja. Den zu besiegen wird ein bisschen problematisch. Vielleicht kriege ich es hin, den zu umgehen, indem ich einfach gleich dahin hinzurennen. Wird schon werden. Ein bisschen Schießpulver in die Wunde ausführen. Genau. Also da muss ich auf jeden Fall nicht hin. Ich glaube da hinten ist der Ausgang. Wo jetzt die ganzen Säcke herkommen. So, was mache ich denn jetzt? Hab keinen Bock wieder drauf zu gehen. Ich muss die hier hochlocken. Das Beschissene ist, ich krieg die LMG-Schützen nicht so einfach down. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Würde am liebsten jetzt eine Waffe nehmen, aber ich darf nicht. Oh, leck mich am Arsch! Oh, die 14 liegt mir schon auf der Zunge.
trau mich nicht, ich trau mich nicht. Da sind 4 Arschlöcher, 2 mit einem LMG und 2 mit einer normalen MP. Ich versuch's. Scheiße. Ein Versuch war's wert. Na, ja, das hätten sie wirklich ein bisschen besser lösen können, als wirklich mal hier so ein bisschen zwischenspeichern können, aber nö. Leck mich doch am Arsch, ey. Er ist nur bewusstlos die Treppe runtergefallen. Ich glaube, du musst dich. Ich glaube, du musst dein Mikro mal ein bisschen lauter machen, weil du warst gerade ziemlich leise. Du warst gerade ein bisschen leise. Bisschen, ja. So komisch. Sollte aber funktionieren. Ey! Was habe ich 14 verpasst, Digga? Nee, 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 nee. Die 14 war übrigens schon. Hab ich doch gesagt. 14. Da spielt mein Mikro gerade rum. Das ist komisch. So. Aber jetzt hört man mich wieder. Ja, ja, jetzt hört man dich wieder. Du warst nur gerade eben ein bisschen leise. Das werde ich wahrscheinlich in dem Video etwas fixen müssen. Komisch. So. Oh, nee, die stehen mir zu dicht beieinander. Da, fuck. 15. Nächster Fuck, 15. Nee, da, fuck. Ich mach doch gar nichts, sie fallen nur bewusstlos die Treppe runter. Boah, die Shotgun hat gesessen. Ja, da ohne Waffe ist ein bisschen schwierig, ne? Ja. Die No Weapons Challenge ist halt eben nicht gerade einfach, aber ich will mich mal. Ich will mir das mal ein bisschen beweisen, dass ich das auch kann. Da ja in einem anderen LP gemeckert wurde, dass ich auf Anfänger spiele, wollte ich mir jetzt mal die Gaudi machen, auf Normal spielen und mir das Ganze nochmal etwas erschweren. Gut, wir sind auf jeden Fall so weit gekommen schon mal, ne? Ja, es ist auch nicht mehr viel, nur hier die Stelle, die ist wirklich sehr prägnant. Vor allem, da hier 4 Saftsäcke stehen. 2 mit einem LMG und 2 mit einer MP. Stellt sich schon die Frage, kann ich mich irgendwie an den beiden vorbeischleichen, weil ich muss die nicht unbedingt besiegen. Wenn ich es schaffe, die zu umgehen, weil da hinten ist das Ziel. Hinter denen. Ja. Da, wo ich jetzt hingucke, da ist das Ziel. Wenn du da einfach hinläufst, was ist dann? Ja, dann ist das, dann ist das geschafft. Ich versuch's einfach mal. Ja, scheint zu klappen. Na, na, na. Yes! Mal kurz sagen. Spiegelgärten, 14:02. So, auf die wir das Leben gerettet. Nimm das. Das ist Merk. Er ist dein Freund. Er wird dich hier wegführen. Ich lenk die Cops ab und komm später nach, okay? M
Max Unterschlupf, 20:34. Oh, was ist denn hier passiert? Wo sind Sie hin? Sie haben etwas erwähnt. Die Scherbe. Beim Bürgermeister? Ja. Shit, Merk, ich hol jemanden. Einen Arzt. Das bringt doch nichts, Faith. Es tut mir leid, Merk. Es tut mir leid. Nein, nichts bereuen. Aber lass sie nicht gewinnen. Niemals, Merk. Versprochen. Die Scherbe, 21:55. Okay, dann gucken wir mal, dass wir hier weitermachen. Eigentlich eine sehr schöne und gleichzeitig sehr traurige Sequenz gerade eben, oder? Ja.